Ja, wie wohnt es sich auf einem Hausboot, fragt ihr euch vielleicht. Ich nehme euch einfach mal mit auf eine Tour über die Lumme. Hier geht's rein in die gute Stube. Apropos gute Stube. Hier ist die Toilette. Mit einer Porzellantoilette. Alles vernünftig und gut. Eine geräumige Dusche. So. Hier haben wir ein Schlafzimmer mit allem, was dazugehört. Platz für Schlüssel. Einem Schrank. Ja, und das ist der Vorteil, wenn man zu zweit in einem Boot wohnt, das eigentlich für vier Personen gemacht ist. Man hat noch ein bisschen Raum über. Wir haben den genutzt, um technisches Equipment und Sachen, die man nicht so oft braucht, zu verstauen. Wer möchte, kann hier natürlich noch mit zwei weiteren Personen wohnen. Kleidisch und technisch müsste man sich dann allerdings zu viert ein wenig bescheiden. Für eine Woche geht das, bei zwei Wochen gibt es noch einen Waschservice hier in der Nähe, also Waschmaschinen, die man nutzen kann. Das müsste man dann vermutlich tun. Ja, und Fernseher gibt es auch, den haben wir eigentlich, hätten wir ihn gar nicht gebraucht. Aber wenn Fußball-EM ist, naja, guckt man sich das Debakel halt auch mal ganz gerne an. Ja, der Wohnraum ist wie das ganze Boot im skandinavischen Stil gemütlich eingerichtet. Eine Küche. Und ein Esstisch. Den Esstisch haben wir allerdings nie gebraucht, weil es war immer gutes Wetter. Und wo haben wir dann gegessen? Natürlich auf unserer Terrasse. Da gehen wir jetzt hin. Hier ist eine Sonnenterrasse, auf der kann man nicht nur ganz hervorragend Handtücher trocknen, da kann man auch ganz hervorragend sitzen, sowohl morgens als auch abends. Morgens hat man hier Sonne, abends ist es etwas schattiger. Aber dafür hat man ja noch ein Sonnendeck. Der Grill übrigens, der gehört nicht zum Haus, besonders zum Boot. Den haben wir uns mitgebracht. Und hier geht's hoch zum Sonnendeck. Schön finde ich auch, dass der Abstand zu den Nachbarn relativ groß ist. Man also nicht zwangsläufig alles mitbekommt, was die Nachbarn so treiben. Andersrum geht das natürlich auch. Hier haben wir noch eine große Kiste. Wir haben die benutzt, um unser Kajak, das Aufblasbare, da unterzubringen. Paddel, Pumpe. Ja, dazu haben wir es benutzt. Hat aber gute Dienste geleistet. Da
Das war sie, unsere heutige Folge in der Reihe Unterwegs mit Frank. Ich habe euch mitgenommen auf das Hausboot Lumme. Da hatten wir die Freude, Ende Juni, Anfang Juli dort 2 Wochen Urlaub verbringen zu dürfen. Ihr habt es vielleicht gesehen, da ist der kleine Schriftzug Werbung eingeblendet. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Lumme irgendwie preiswerter bekommen hätte. Es wusste nicht mal jemand, dass dieser Film entstehen würde. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aber damit ihr euch das Googlen ersparen könnt, wenn ohnehin schon der Werbungsschriftzug da steht, stern-hausboot.de, da kann man das Ganze mieten und da gibt es weitere Informationen. Ihr könnt sogar Boote kaufen. Das ist allerdings keine ganz preiswerte Angelegenheit. Okay. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Unterwegs mit Frank. Ein Daumen hoch, ein Abo, das nichts kostet, wäre toll. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleibt gesund.